Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hearts of Iron 4. Weiter geht's als Japan. Okay, schauen wir doch mal, wie das momentan aussieht. Hier haben wir alles aufgestellt. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne hier noch eine Runde Truppen aufstellen. Wirklich nur eine, jede Zone, so ungefähr wenigstens. Können wir ja mal mit drei 24er Trupps versuchen. Wir haben ja jetzt hier 200, ne? Da haben wir ja ein paar da. Einfach mal gucken, wie denn auch die Versorgung ist, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was machen müssen. Einfach nur, dass wir hier an der Grenze welche stehen haben. Falls tatsächlich mal was passiert, haben wir wenigstens ein bisschen was da. Das heißt, ich würde gerne hier ein paar rausnehmen. Am besten welche, die hier so einen Helm haben. Mal schauen, ja, die sind ziemlich starke hier, ne? Ja, genau, die haben auch noch zwei Haubitzen mit drinne. Haben 1.12. Supply Use. Was sind euch bei denen aus? 078. Tja, wie man jetzt hier am besten die günstigsten findet, weiß ich auch nicht. Aber wir nehmen einfach mal. Ich nehme auch noch die da mit rein. Also, dann starten wir einfach mal eine neue Armee und schnappen einfach immer ein paar raus aus der Truppe hier. Warte mal, die könnten wir auch trainieren lassen, fällt mir gerade auf. Genau wie alle anderen hier. Die sind aber fertig. Die noch nicht. Naja, wenn man die Großen hier drin hat, dann hakt es ein klein wenig. Okay, naja. Kann jetzt auch nochmal hier mal. Diese vier könnten wir, das müssten die da sein, zuweisen. Da haben wir die schon mal rausgenommen. Nehmen wir einfach mal hier die ganze Zeit die Bauern raus. Ich denke mal, die eignen sich am besten einfach nur, um die Grenze zu halten im Moment von denen, die wir hier haben. Zumindest solange wir welche haben. Hier ist noch einer. Ne, immer Doppelklick drauf, dann hat man die Chance, mehrere zu erhalten. Haben wir die erste 24er-Truppe fertig. Würde ich sogar mal auf 24er-Truppen aufteilen, um denen eventuellen General geben zu können. Okay, jetzt haben wir nicht mehr so viele da. Dann nehmen wir mal hier noch die Pferde mit. Packen wir die mal zu einem Feldmarschall, dann lässt sich das am besten aufstellen hier. Das hier für welche waren die? Was haben die für eine Supply Usage? 0,9. Naja, egal. Damit es nicht so lange dauert, nehmen wir die dann einfach hier. Das sind nämlich schon 24, dann haben wir es da leichter. Dann machen wir die 4 nochmal eine neue. Da nochmal rein, dann haben wir schon mal drei Truppen. Ach na, los dann. Okay. Die nehmen wir da nicht. Die sind so ziemlich alle. Okay. Dann nehmen wir nochmal hier von denen da welche. Na, sind wir schon bei 10. Nehmen wir hier die mit dem gelben. Genau, und los. 15. Na, wir nähern uns. Ja, das war nur noch eine. Die bläulichen hier vielleicht noch. Okay, dann müssen wir 8 wieder rausnehmen. Also, nehmen wir die Pferde wieder raus. Da sind wir schon mal bei 4 und nochmal 4. So. Haben wir 3x 24, sind alle auch zusammen. Und dann stelle ich einfach mal hier an die Grenze. Wo war das hier? Weil hier. Ist auch nur ein bisschen pseudomäßig, muss ich sagen. Dann lassen wir die auch noch trainieren. Okay. Die sortieren sich immer noch auf. Wir können ja mal schauen, ob noch irgendwo mittlerweile zum Beispiel Panzer ersetzt worden sind und so weiter und dass deswegen der Trainiertstatus wieder verloren gegangen ist. Genau, hier haben wir nämlich den Fall. Oder die habe ich sogar vergessen, wahrscheinlich auf Trainieren zu stellen. Das ist nur vorgehabt. Wie sieht es hier aus? Hier haben auch noch einige ein bisschen Trainierwunsch. Dann drücken wir da einfach nochmal überall drauf. Bei denen passt aber alles. Nee, der eine hier. Der steht aber schon auf Trainieren. Genau. Bei denen ist das Zeichen sowieso an. Und hier können wir einfach nochmal draufdrücken. Da sehen wir dann, ob die nochmal trainieren wollen oder nicht. Dann hören sie automatisch auf. Ne? Wenn man mit Shift draufdrückt, dann hören sie automatisch auf, wenn sie fertig sind. Genau dasselbe hier. Ne, die haben schon. Alles klar. Ja, dann lassen wir die mal ankommen. Ich überlege noch, was ich mit den Schiffen mache.
Ah ja, die sollten wir sowieso mal ein bisschen aufräumen. Wir haben hier. Machen wir kurz Pause. Genau, wir haben jetzt hier die U-Boote. Die brauchen wir jetzt eigentlich ja nicht. Die könnten dann eventuell durch schwedische Bombe oder so abgeschossen werden. Die würde ich mal wegziehen. Das heißt, hier oben müssen wir im Moment nichts beschützen. Die ziehe ich wieder zurück. Die könnten wir dann eventuell hier einsetzen, aber im Moment bringe ich sie erstmal in den total überfüllten Heimathafen zurück. Die können wir hier so lassen. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein paar Schiffe bekommen, wahrscheinlich von Mexiko. Die stecke ich jetzt erstmal alle hier rein. Wir haben ja momentan gar nicht mal so schlecht Sprit. Da könnten wir doch eigentlich sogar dann noch hier sagen, bitte auch mal trainieren. Selbst die da können wir ja nochmal trainieren lassen, falls der noch trainieren angesagt ist bei einigen. Ich glaube, hin und wieder hat man da mal. So, ja, die. Könnte sein, dass die sich dann aufsplitten. Okay. Hat man einige ausgetauscht, ne? Dann waren die dann halt ohne Trainiert-Status. Kann man ja mal machen, ne? Wir haben momentan genug Sprit, können wir ja verbrauchen. Wenn das hier getan ist, dann können wir es bei der Hauptflotte auch mal machen. Wobei, ich wollte, glaube ich, schon vor einiger Zeit mal schauen, wie viele U-Boote wir denn wohl hier haben und wir vielleicht denen hier noch ein paar U-Boote geben können. Machen wir das direkt mal. Also wir haben jetzt hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, dann kriegen die nochmal eine neue U-Boot-Flotte dazu und kommen wir nochmal auf 10. Mal schauen. Nicht ganz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Egal, dann stecken wir die trotzdem schon mal damit rein. Und lassen die auch einfach trainieren. Ja, sprittechnisch geht's. Also, solange die Zahl hier grün ist, wird es ja immer tendenziell mehr. Also, der Speicher wird voll. Also passt das schon. Haben wir das auch wieder mal getan? Mal gucken. Sind denn hier die Truppen schon angekommen? Und ich würde gerne mal sehen, ob denn hier die Versorgung passt. Jawohl, sieht gut aus. Wir haben auch hier, soweit ich das sehe, außer hier oben, also an denen hier kein Zeichen, dass hier irgendwas mit der Versorgung nicht hinhaut. Das hier, das ist so ein generelles Ding, wenn es da unten ist, glaube ich, ne? Aber na gut. Was machen die da? Ach so, die bewegen sich dahin, um den Hafen hier zu beschützen. Alles klaro. Wie viele Tage haben wir denn jetzt hier in Schweden noch übrig? Können wir es ansonsten mal ein bisschen schneller stellen. 43, ja dann. Lassen wir mal die Truppen ankommen. Die können wir jetzt hier wieder draufdrücken. Hier haben wir jede Menge zugeteilt bekommen. Dann stecke ich die einfach hier oben in den großen Pool rein und begeben sich ja dann automatisch an die richtige Stelle. Was ich mal schnell noch machen wollte, ist einfach hier ein bisschen was zuzuteilen. Wir haben jetzt nämlich jetzt, es ist jetzt nochmal 329 Fabriken. Dann gehen wir hier mal auf 100. Es fehlt jetzt 5 Stahl, aber die kriegen wir doch hoffentlich bald, wenn wir hier die Entscheidungen da beendet haben. Dann lassen wir das mal so und gucken mal, ob wir noch was anderes. Ah ja, da fällt mir auch noch was anderes ein. Ganz genau. Ich würde jetzt mal hier. Ah, das machen wir jetzt mal schnell noch. Wir haben im Moment 15.000 Trucks. Okay. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich schon mal alle Truppen auf die Super Truck-Verladung umgestellt habe. Das würde ich doch jetzt gerne mal machen. Naja, die sind hoffentlich noch unterwegs hier, oder? Ja, deswegen geht's denen so mies. Ja, okay. Okay, sie nehmen immerhin die Bahn. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Also, die sind jetzt umgestellt. Jetzt stelle ich einfach mal alle Truppen auf die Super Trucks um. Komischerweise oder netterweise merkt er sich jetzt doch. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Update passiert ist, dass jetzt die Entscheidung hier zumindest angezeigt wird. Da hatte ich ja schon mal in irgendeinem Video gesagt, dass es immer wieder auf die Pferde zurückgestellt wird. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, 15.000 Trucks. Ändert sich nichts. Oh, noch 3.000. Okay, gut, dass wir so viel hergestellt haben. Aber das verbessert ja die Versorgung aller Truppen. Von daher lassen wir das so. Wir stellen ja stetig mehr her. Kann man sich natürlich streiten, ob das sinnvoll ist oder notwendig. Weiß ich auch nicht ganz genau, aber es potenziell sind unsere Truppen dadurch besser versorgt.
Ich überlege gerade, Nahe Osten, hier haben wir. Ah ja, genau, die Südamerika haben noch keine Fallschirmjäger, genau. Gar nicht genau, ob ich das jetzt eben schon gesagt hatte oder nur vorhatte. Also ich werde in Südamerika erstmal keine Versorgungsflugzeuge oder generell Bomber und Jäger stationieren. Wir haben ja dann, wenn das hier erledigt ist, ist ja eigentlich nur Finnland und dann müssen wir hier nur zumachen, haben wir dann hier Versorgung frei und die würde ich dann einfach mit darüber nehmen. Ich würde jetzt nicht nochmal welche anstatten. Wir sind jetzt hier bei 60 Punkten. Das finde ich eigentlich ganz okay. Was wir aber brauchen, jetzt wo ich drüber spreche, ist für diese hier noch Versorgungsflugzeuge oder Flugzeuge, Transportflugzeuge, ganz genau, Transportflugzeuge, die droppen lassen. Wir haben im Moment 60. Dann hole ich mal die ganzen 60 raus. Dann machen wir das so. Ich mache die 60 raus. Nee, dann machen wir auf 100. Set Limit, dann teilen wir die und dann kriegt jeder von denen, wo was droppen soll, einen so einen Stapel. Wo ist Afghanistan wieder hier? Und ich wollte, glaube ich, hier droppen. Genau, dann an die müssen warten, bis die deployed sind. Dann schicken wir diese runter und dann haben wir dann mit der Zeit, füllen die sich ja auf, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und dann, ja, 30 reichen eigentlich auch, aber machen wir mal auf 50. Ist eine schöne Zahl. So, was denn nebenbei? Schicken wir die hier runter. Ja, und die haben ja noch ein bisschen Zeit, oben runterfliegen. Kein Problem. Bis das da losgeht, sind sie auf jeden Fall da. Die sind auch angekommen, haben auch gar keine Versorgungsprobleme hier, wo sie stehen. Sehr gut. Dann brechen wir hier schon mal den Auftrag ab. Dass wir das noch einmal vergessen. Könnten theoretischerweise ja sogar schon planen, auch wenn sie jetzt da noch 2 Monate drauf warten müssen. Warum eigentlich nicht? Wir können ja mal gucken, wie weit wir denn kommen. Also gar nicht mal schlecht. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Können wir eigentlich hier direkt einmal durchgehen und die anderen greifen dann an und machen die dann, die an der Grenze stehen, nehmen sie dann raus, ne? Dann starte ich mal hier direkt in der Mitte. Da wird doch hoffentlich keiner sein. Geh dann erstmal nach oben. Immer mit einem pro Zone. Immer schön aneinander gereiht, dass falls da doch jemand angegriffen wird, dass er dann nicht rausfliegt aus dem Spiel. Bei Mensch ärgere dich nicht, ne? Du bist raus. Also dann hier und dann haben wir hier nur noch eine Zone, wo auf jeden Fall welche drin stehen. Da können wir ruhig mal 2 schicken. Machen wir das einfach mal so. Da greifen ja die anderen auch noch an, aber droppen wir da auch welche, ist ja kein Problem. Dann sind wir uns sicher, dass das auch auf jeden Fall klappt. Und dann geht's einfach hier weiter. Hier sind die ganzen Seen, ne? Gehen wir mal hier oben lang und dann hier so runter, würde ich sagen. Dann haben wir das schon mal eingestellt, dann wissen... Nee, das ändere ich nochmal. Dann wissen die nämlich schon mal Bescheid. Das ist nochmal eine eigene Zone. Ich habe das als eine Zone gesehen eben. Macht wahrscheinlich nichts. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand steht, aber naja, sicher. Hat jetzt nicht viel Zeit gekostet. Also, die nächste Zone. Und wieder eine. Der Flugplatz ist echt gut gelegen. Kommt von ganz oben bis ganz unten ran. Also wunderbar. Wenn es nicht klappt, könnte man das natürlich teilen, aber es gefällt mir echt viel besser, wenn die alle aus einem Flugplatz starten. Ah, wir haben auf jeden Fall genug, das freut mich sehr. Wenn wir einmal durch sind, dann würde ich sogar hier noch welche landen lassen. Ich glaube, bis dahin sind wir gekommen. Dann machen wir da auf jeden Fall auch nochmal einen Schnitt rein und die anderen lasse ich dann einfach irgendwo droppen. Einfach in der Nähe. Aber so viele haben wir ja auch gar nicht mehr. Okay, dann sind wir durch. Dann einmal, wie gesagt, noch hier eins und da einmal. So. Und dann haben wir noch 3. Ah, dann machen wir hier drüben einfach noch ein paar. Okay, dann ist das schon mal eingestellt. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Wunderbar. Diese hier, genau, die haben wir schon den Auftrag. Diese hier über den Feldmarschall aufgestellt, denn brauchen ja auch noch einen Angriffsbefehl. Da lasse ich die einfach mal, die sind ja jetzt hier auf aggressiv. Dann lasse ich die einfach mal hier so angreifen, wenn es denn soweit ist, ne?
Ja, die haben auch keine Versorgungsprobleme, nur hier die, die noch trainieren, haben so ein kleines Totenkopf-Symbol. Aber das ist ja normal für die, die trainieren, ne? Es ist hier das Flugzeug fertig. Genau, das war jetzt hier der für die Flugzeugträger. Ich würde sogar mal hier auf die strategischen Bomber jetzt gehen. Warum eigentlich nicht? Die haben ja noch eine größere Reichweite, meine ich. Apropos größere Reichweite, da können wir auch noch was machen. Jetzt machen wir erstmal hier kurz die Produktion, stellen wir hier um. Das ist hier der Carrier Fighter. Da können wir denen eigentlich noch mal ein bisschen einfach Zuverlässigkeit geben, dass wir hier auf 96% kommen. Das ist der Carrier Fighter 1. Dann nehmen wir den raus. So, jetzt Carrier Fighter. Carrier Fighter 1, genau. Warum eigentlich nicht bei denen da? Wir haben jetzt ja so viele Punkte, ne? Die können wir eigentlich ausgeben. Können wir mal gucken, wie viele Kilometer wir denn bei den schweren Jägern und bei den taktischen Bombern noch dazu bekommen und trotzdem noch die Zuverlässigkeit so hoch halten. Also wir haben hier den Heavy Fighter. Also da müssten wir eigentlich immer 1 und 1 dazu tun, oder? Dann, genau, ich würde das gar nicht machen, sondern einfach nur die Range nochmal erhöhen. Wie viele Punkte haben wir dann? Können 200 pro Flugzeug ausgeben praktisch. Oder 225, ja, reicht nicht ganz. Dann machen wir es einfach beim schweren Jäger auf 3,3. Das kostet 225 Punkte. Also das ist der KI-45A. Na, da kriegen wir 500 Kilometer mehr. Das ist doch eigentlich mal gar nicht mal schlecht. Der KI-45A, dann hauen wir den 45er weg. Und beim taktischen Bomber machen wir dann 2,2. Genau, kostet 130 Punkte. Genau, 225 haben wir leider nicht im Moment. Naja, können wir ja nochmal machen später. Wenn man nämlich dasselbe Modell nur ein bisschen updatet, geht der Balken auch nicht so weit zurück. Also 2,2. Das ist der KI-48A. Safe. Ja, der geht raus. Okay, und dann daten wir die einfach ab. Also hier der Heavy Fighter 2. Also ich hoffe mal, dass es so ist. Ich meine das schon mal so gesehen zu haben. Also wir sind jetzt hier bei 58%. Heavy Fighter 2. Oh, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt hier bei 58... Ah nee, doch, war schon der hier, ne? Naja, doch. Okay, noch jetzt aber ganz genau 50. Okay, 50. Der taktische Bomber. Und genau, es geht nämlich nur noch ganz wenig zurück. Um 5%, ja, passt schon so, ganz genau. Wenn man dasselbe Modell nur ein bisschen updatet, das ist ja nicht schlecht, ne? Dann verlieren wir unser ganze Effizienz hier nicht, ne? Also nicht schlecht. Da haben wir die nochmal ordentlich upgedatet und die Punkte können wir ja momentan ewig sowieso nicht für was anderes verwenden. Freut mich sehr, dass ich da mal dran gedacht habe. Okay, dann haben wir wieder mal Truppen bekommen. Die kommen in unseren Megapool rein. Wir haben jetzt hier immer noch Fabriken übrig. Vielleicht sollten wir... Wobei wir stellen hier schon knapp 80 her, ne? Sieht zugtechnisch aus. Immer noch die Light Tanks sind eigentlich. Eigentlich brauchen wir Light Tanks. Wie haben wir denn jetzt da eigentlich momentan? 100. Ach komm, 110. Kostet ja momentan, wie gesagt, nur hier den Stahl. Das ist schon in Ordnung. Wir brauchen keine Schiffe im Moment. Schon wieder eine Truppe bekommen und wieder in den Pool und bitte hier Aufstellung nehmen. Haben die denn hier eigentlich Versorgung? Das sieht echt cool aus, ganz ehrlich. Wir haben auch keine Versorgungsprobleme, hoffe ich mal. Ein paar haben, aber naja. Vielleicht sind jetzt die noch auf dem Weg sind, stelle ich mir einfach mal vor. Schon wieder einer. Okay. Sonst haben wir nichts abzuarbeiten. Ich werde auf jeden Fall keine Truppen ausheben. Das können wir wegklicken. Dann stelle ich es jetzt mal auf 4 um, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Ah, die neue Ausgrabung ist fertig. Und eine neue Haubitze ist fertig. Sehr gut. Wir sind zwar gar nicht mal so schlecht dabei, aber ich würde einfach nochmal hier auf die bessere... Ja, Rohöl zu Benzinverarbeitung gehen und dann als nächstes hier. Dann mal weiter ganz genau, alles klar. Und wir tauschen hier die Haubitze jetzt gegen die neue aus. Geht die Produktion runter, aber wir haben ja genug, ist im Moment eigentlich kein Problem.
Okay, mal ganz schnell hier zu Schweden schauen. Wie weit sind wir denn momentan? 65, okay. So, jetzt wo die Truppen hier Aufstellung genommen haben, wie sieht denn die Versorgung aus? Noch gar nicht mal so schlimm. Hier ein bisschen. Ich meine, ist ja eine langfristige Sache, dass die hier stehen. Da würde ich sogar mal. Ach, hier ist die Liste wieder kaputt. Jetzt würde mich das ja warnen hier. Da würde ich sogar mal hier noch ein Versorgungsdepot hinsetzen. Da, wo es am schlimmsten ist. Zum Beispiel da. Und hier oben würde auch noch eins sich ganz gut machen. Vielleicht sogar hier, dann würde das alles drumherum ein bisschen verbessern. Vielleicht auch mal das ein oder andere. Die ein oder andere 1 jetzt hier zu einer 2 updaten von den Schienen. Erstmal schon mal finden, wo ich jetzt gerade das eine Depot gebaut habe. Ah ja, da oben. Da schließen wir den mal hier an. Also gehen wir hier lang. Da. Wie gesagt, ist ja eine langfristige Sache, ne? Wir stehen ja. Ach ja, jetzt ist sie wieder da. Gehen wir hier mal auf 2. Und überall da, wo ich jetzt eine 1 sehe, mache ich das auch zur 2, falls irgendwo da eine ist. Hier ist ja der blöde Stachel, der mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Aber leider können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Ich glaube, wir haben ein Problem, weil der sich hier nicht verbindet mit unserem Rest. Der will nämlich normalerweise durch. Ich bin nicht so sicher, ob das hier möglich ist. Ich würde einfach mal von hier aus nach hier unten noch eine Linie bauen wollen. Einfach nur zur Sicherheit, falls es tatsächlich ein Problem ist. So, stellen die auf 2. Hier ist noch eine 1, da ist noch eine 1. Da ist auch noch eine. Dann können wir das einfach mal auf 2 updaten. Naja, okay, vielleicht doch nicht alle. Aber wenigstens hier oben schon mal ein bisschen. Und hier oben müssen wir das noch anschließen. Hier habe ich noch eins hingesetzt. Also das war eins. Ne, hier unten habe ich eins hingesetzt. Genau, das schließen wir auch noch an. Das kommt dann von hier aus. Geht es dann da hoch? Okay, jetzt mal auf 2. Haben wir wieder mal ein bisschen was eingestellt. Kann das abgearbeitet werden? Wir haben ja nicht wirklich was zu tun. Und wenn das erledigt ist, dann könnten wir mal schauen. Ich hatte jetzt hier bei denen hatte ich schon, ne? Das waren die da. Ne, das war. Ach nee, das ist noch Mexiko. Das ist noch Mexiko. Ich sollte echt Pause machen, wenn ich hier sowas sage. Okay, dann haben wir hier noch die letzte Forschung bei den Panzerabwehrkanonen. Genau, ich wollte mal schauen. Ich hatte den mal schon mal geschaut, wer denn der nächste wäre. Nee, das war der hier. Xinjiang wollte ich noch übernehmen. Das sind doch die hier. Genau, das hatte ich nämlich schon mal geschaut, wer denn wohl der nächste Kandidat ist, aber noch nicht gestartet. Dann werde ich hier einfach nochmal ein paar Fabriken. Sieht man auch hier an der kleinen Flagge, ne? Hier ist dann ein anderes. Ein paar Fabriken und auch ein bisschen von der Infrastruktur updaten, dann kriegen wir die dann vielleicht übernommen. Das machen wir jetzt nach und nach. Immer ein bisschen was wir so brauchen und immer mal wieder ein Land, damit wir das übernehmen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, von der Zeit her passt das ganz gut im Moment. Es gibt gerade nichts zu tun, außer noch zu warten, bis das fertig ist. Das können wir dann in der nächsten Runde wegspulen. Dann würde ich hier mal ein kleines Päuschen machen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch ein ganz klein wenig gefallen hat, könnt ihr in der nächsten Folge wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.